So, meine lieben Freunde, wir haben noch ein bisschen Geld gemacht. Ja? Ich war immer wieder verkaufen. Und jetzt haben wir insgesamt 32.000 an, also 32.000 an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Währung hier heißt. Mir ist der Name entfallen. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wir haben 32.000. Und wir werden uns jetzt mal... Oh, scheiße, ich mache einmal das Navi an. Ah, hier ist noch ein Weg. Wir werden jetzt schnurstracks Richtung Safe Zone fahren. Werden uns einen Plot kaufen. Hier, so eine Fahne, Territorium, bla bla bla. Und werden dann mal schauen, wo wir uns niederlassen. Ich weiß es noch nicht, ob ich irgendein Gebäude nehme. Oh, eine Base. Alles klar. Oder ob ich im Wald irgendwas Kleines dahin baue. Oder ob ich, ja, ein Gebäude involviere. Das alles weiß ich noch nicht. Da schaue ich gleich mal. So. Schöne M14 auf dem Rücken. Zwar farblich nicht ganz passend zum Gilly. Aber... egal, die können wir ja auch noch verkaufen und was Neues holen. Wir haben jetzt erstmal genug Knete, das ist schon mal vom Vorteil. Wie auch schon beim letzten Mal erwähnt, kann ich zu dieser Karte immer nur wieder sagen, ein absoluter Augenschmaus, wirklich. Ach so, das ist... Wo geht es denn dahin? Kommen wir da irgendwie... Ah ja, da kommen wir auch lang. Alles klar. Ja, dann können wir auch gleich nochmal gucken, ob wir uns hier irgendwo niederlassen. Also was mir aufgefallen ist, die meisten bauen groß auf freien Flächen oder sie bauen irgendwelche Gebäude mit ein. Die werden damit einbezogen, was ich noch nicht gesehen habe. Und da bin ich ja mehr ein Fan von minimalistisch. Also in Survival Games... speziell DayZ oder speziell auch Epoch oder Exile bin ich immer der Typ von minimalistisch. Am besten ein Ghillie, ein Sniper und ein Fahrrad. Das war für mich immer das Nonplusultra. Oder statt Fahrrad dann auch gerne mal eine Crossmaschine, so fürs Gelände. So Quad reicht auch schon, ist aber schon fast zu groß und zu laut. Also besser ist dann noch Fahrrad, am besten so leise wie möglich. Oh, guck mal, hier ist ein eingezäunter Bereich. Und das wird wahrscheinlich so ein Militärbereich sein. Und hier wird dann wahrscheinlich immer gerne gelootet. Militärbereich merken wir uns schon mal. Vielleicht können wir uns hier irgendwo in dem Bereich niederlassen. Wichtig ist, nah am Spot, also nah am Spot, ja. Ja, moin. Nah an irgendeiner Lootstation und natürlich auch nah an der Safe Zone, sodass wir es immer wieder verkaufen können, damit wir auch viel Geld machen. So, wir gucken mal. Ja, Militärbereich. Alles klar. Guck mal, da hat einer schon die Fahne reingehauen. Also da hat sich einer seinen Bereich gesaved. Da oben ist die amerikanische Flagge. Und Flagge heißt immer, ist eingenommen. Merken wir uns, weil man kann die Fahnen auch irgendwie klauen. Dann ist sein Bereich weg. Ja, und wir werden mal gucken, dass wir unsere Fahne so setzen. Am besten... bei einem Gebäude so, dass es komplett im Gebäude verschwindet und nur ganz schlecht sichtbar ist. Für Fremde. Dass die sagen, okay, warte mal, gehört zwar irgendwem, aber wo ist die Fahne? Die Fahne darf nicht gleich ersichtlich sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Denn wenn man hier irgendwie auf freien Flächen baut, so wie die Typis da hinten, so Riesenbasen, die hoch und breit und weit, dann braucht man auch mehrere Leute. Und momentan bin ich noch alleine unterwegs. Ich bin ja immer noch dabei, die Jungs von Tanoa Life ein bisschen mit hier einzubeziehen. Bis jetzt kam das noch nicht so richtig in Schwung, weil sie, glaube ich, mit Exile noch nicht viel anfangen können. Aber ich sage ja, ich brauche da immer ein bisschen Abwechslung. Ich brauche ein bisschen Roleplay, aber ich brauche auch ein bisschen Survival und ich brauche ein bisschen Geballer. Und das finde ich halt in King of the Hill, in Exile finde ich mein Survival und mein Roleplay finde ich in Life. Und das Geile bei der ganzen Geschichte ist, und das ist wirklich einmalig und deswegen liebe ich Arma 3.
Es ist alles in einem Spiel. Es ist alles in einem Spiel. Das heißt, ich muss mich nie umgewöhnen. Ich muss mich nicht umgewöhnen. Kann ich den auch locken? Kann ich den locken? Claim, Pack, Open, Flip, Repair. Ne, wird ja wohl keiner klauen, ne? So, wir nehmen uns jetzt erstmal 10.000 mit. Zack. Dann gehen wir hier. Wieso hat er die Tür zugemacht, das Arschloch? Ins Office. Wir wollen ein Territorium kaufen. 20 Meter Plot oder eine Flagge. Jetzt haben wir diese Flagge. Hier ist er. Alles klar. So, warte mal. Wir machen Nahdistanz ist erstmal wichtig, dass das Visier auf Nahdistanz eingestellt ist. Ja, jetzt werden wir wieder zurückfahren. Die Frage für mich hier wäre noch, muss ich essen und trinken? Weil essen und trinken wird mir ja eigentlich gar nicht angezeigt, ne? Ist aber eigentlich in jedem Survival-Game so, weil man ja auch Essen und Trinken finden kann. So. Hier ist irgendwas. Da oben ist irgendwas. Nun möchte ich irgendwo hin. Wo ich relativ alleine bin. Die Lava, das ist schon mal cool. Wo auch irgendwo Rand ist. Mitte irgendwo Rand. Hier war dieser Militär, der Militärbereich. Da oben war ja der Typi, der sein Häuschen gesetzt hat. Hier oben ist ein Schloss. Da wird mit Sicherheit jemand drin sein. Ich möchte auch irgendwo hin, dass wenn dieses Video abgespielt wird, dass ich da schon gar nicht mehr bin. Dass ich dann schon umgezogen bin. Also das nur schon mal vorab. Ihr braucht mich nicht suchen kommen. Da werde ich dann nicht mehr sein. So. Ja, das scheint mir hier irgendwie ein Industriegebiet zu sein. Da möchte ich jetzt nun nicht unbedingt hin. Der Typi ist vorhin hier hochgefahren. Habt ihr ja gesehen, der ist hier rausgefahren. Das heißt, der wird hier oben irgendwo sein Häuschen haben. Wir werden mal hier rausfahren und nach links. Und das Häuschen nehmen, wenn das überhaupt ein Häuschen ist. Und da werden wir uns auf jeden Fall dann niederlassen. Und wenn wir uns niederlassen, dann wird es interessant, sich Fahrzeuge zu kaufen. Hier Hubschrauber und so weiter und so fort. Weil alles andere war vorher nicht möglich. Wenn man den Plot gesetzt hat, wenn einem das Territorium gehört, dann kann man dort seine virtuelle Garage benutzen in diesem Bereich. Das heißt, ich kann die Fahrzeuge, die ich mir gekauft habe, in meinem Bereich virtuell in die Garage packen und dort auch wieder rausholen. Also rein und rausholen. Egal ob Hubschrauber, LKW, Autos, Motorräder, was auch immer, kann alles dort ge- und entpackt werden. Finde ich absolut genial. Und für diesen Bereich bedarf es jetzt wirklich ein vernünftiges Gebäude. Oder sowas in der Richtung. Ja, nee, ist klar. Also das sollte es nun nicht sein. Das sollte es nun nicht sein. Wir brauchen schon ein vernünftiges Gebäude. Da ist eine Stadt. Dort. Das scheint mir cool. Das ist dicht an der Safe Zone. Das ist auch dicht an allen anderen hier. Hier an den ganzen Quests und was nicht alles. Warte mal, das nehmen wir mal weg. Da. Wir fahren auch einfach querfeld ein. Scheiße Hund drauf. Irgendwann natürlich in Waldnähe wäre natürlich besser. Wenn der Plot gesetzt ist, in dem Gebäude, also wie gesagt, ich gucke jetzt, dass es auch ein vernünftiges Gebäude ist, wo man auch vernünftig die Fahne platzieren kann, so dass die nicht gleich jeder sieht. Also es heißt, es muss schon
ein- bzw. zweistöckig sein. Die Fahne darf oben nicht zu sehen sein, wie vorhin, als wir da dran vorbeigefahren sind. Da hat man sofort gesehen, alles klar, gehört jemanden. Steht der hier solo, der ist aber gekauft. Der ist gekauft, das gehört jemandem. Das heißt, da möchte auch jemand bauen. Ah, nicht, dass mein Gebäude gleich wieder so ein Jagdstand ist, ey. Denn brauch schon ein vernünftiges Gebäude. Aber es scheint mir ein Jagdstand zu sein. Aber es ist ein bisschen fernab vom Schuss, so soll es auch sein. Nee, es ist kein Jagdstand. Ist hier schon eine Fahne? Wir packen es erstmal ein. Also. Man kann hier rein. Man kann aber nur oben benutzen, so wie es aussieht. Ja. Aber wir können hier rausgucken, da rausgucken und zu dieser Seite. Das heißt, wir können auch schön auf die Stadt gucken. Da unten ist auch gleich die Stadt. Bevor wir da looten gehen, kann man immer schön checken. Alles klar, hier ist alles frei. Sehr geil. Okay, der Plot muss also so gesetzt werden, dass wir... Ah, das ist auch gut. Wir haben den Wald zum Fliehen. Wir haben hier so eine Hügelkette. Das heißt, wir werden von dort nicht gleich gesehen. Nach hier unten ist es abschüssig, was auch sehr geil ist. Also wir können auch noch in die Richtung fliehen. Da hinten ist dann auch die Ortschaft. So, wir haben eine Tür, also einen Zugang. Und wir müssen jetzt den Plot so setzen, dass der Plot auf jeden Fall sichtbar ist für mich. So, Konstrukt. 99decibel.de Setup. Guck mal, da spinnt die Fahne schon rum und die Fahne möchte auch natürlich, so wie es aussieht. Ah, das ist ein bisschen hoch. Da verschwindet sie fast komplett. Kann ich diese im Baum verschwinden? Die reißt den Baum um. Kann ich sie hier? Also was mich ein bisschen dabei stört ist, da wird gleich... Ich kann sie nicht tiefer setzen. So, in den Schornstein rein. Und jetzt setze ich sie mal. Nein, er kippt sie... Der hat die so in die Tür gesetzt, dass man hier kaum noch reinkommt, ne? Ja. Steel Flag, okay, geht nicht. Kann ich die irgendwie abbauen? Nein, auch nicht. Er hat sie nicht gerade gesetzt, wie er sie eigentlich setzen sollte. Das ist echt schade. Und die ist wahrscheinlich jetzt richtig behindert sichtbar. Ja. Ja. Aber zum Glück, das kann natürlich jetzt auch mein Glück sein, nur von dieser Seite. Und von dieser Seite nicht.